Sprecher Alexander Schilling. Apollonia. Wenn man die Summe zu beenden. Und wie er dann ins League und Baum wäre heute der Mann des Tages. Was für eine Klasse voran! Kämpft hier wirklich? Und der wieder toll gespielt. Ja! Ja, aber Chance Nummer 1 vor. Sehr, sehr spannend. Und er verliert diesen zweiten, damit wir das mit den Bällen komplett außen vor lassen können. Sechs Punkte noch bis zum zweiten Satzgewinn für Goll. Und plötzlich. Ja! Toll gespielt! Ausgleich für Boy. Und da sehen Sie ja die Faust. Und das war natürlich raus. Das gibt dann den Gegner häufig die Gelegenheit zu attackieren. Timo Boll gewinnen würde, Ochsenhausen nicht mehr deutscher Meister werden kann. Dieses Match gewinnen und nicht mit zwei Niederlagen mit Borussia deutscher Meister werden, das wäre ja geradezu sensationell. Und im dritten dann eine Führung verspielt. Hat hier aber das Glück. In Düsseldorf begonnen. Und Thiago Apollon. Das ist ein zweiter hier, die Wende. In einem Match gegen Apollonia, in dem es eigentlich.
diesmal reicht's. Und Sie sehen, jetzt ist es offiziell, auch ohne, dass wir die Bälle jetzt bemühen müssen, obwohl ich sie da ja schon zwischendurch aufgeklärt hatte. Jetzt ist also auch dann gefallen ist, dass dann noch weiter gespielt wird, quasi nur noch für die Statistik. Aber gut, Sie müssen. Es ist eine Sache, die so ein bisschen in Richtung Quadratur des Kreises geht. Eine Ideallösung gibt es dafür, aber zumindest ab und in der nächsten Saison nicht mehr, denn es gibt eine Änderung. Zumindest keine Lust zu haben, hier das Match an Apollonia abzugeben. Was natürlich bedeutet. Ja, und jetzt nehmen sie den Ball auf, so ein bisschen zumindest in Richtung Showkampf. Timo Boll gewinnt diesen fünften Satz mit 11:3 und holt sich da jetzt noch ein bisschen in die Hand. Herzlichen Glückwunsch, Meister 2011-2012, Borussia Düsseldorf. Dann doch noch geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Borussia Düsseldorf.